Hallöchen, Popöchen und Schnatterinchen, mein Bienchen. Herzlich willkommen zurück hier bei Code Vein, Land of the Anime Boobs. Das ist offizieller Untertitel. So, wir sind hier im Irrgarten der Irrgärten, Alter. Kein Plan, wo es lang geht. Ich habe absolut keinen Plan, wo es lang geht. Aber irgendwie nach da hinten sieht ganz gut aus. Hi. So, die Sterbeanimation finde ich eigentlich ganz schnieke. Okay, wir klettern mal nach unten. Ich will nur sehen, was da unten ist. Wenn wir Glück haben, ist hier diese Mistel, die den Weg zeigt. Oh. Also er sieht geil aus. Er macht halt echt böse Schaden, ne? Ein Rabenanzug. Willenskraft C+. Das ist eher für Magieanwender. Don't forget to pick that up. I'll have to take good care of that. Oh, warte mal. Ist das dieses Teil, wo wir insgesamt mehr bekommen? Dauerhaft verbessert. Das ist mir alles so unklar, was hier immer passiert, Alter. Ganz ehrlich, ey. Wie hieß denn das? Wo wir dann mehr Regen haben. Ja, also mehr Regenerationstränke. Warum können die das nicht einfach so benennen, wie es auch Dark Souls oder sonst was gemacht hat? Einfach so, dass man mal checkt, was die von einem wollen. Weil ich finde, das ist das größte Problem, was das Game hat. Dass man halt überhaupt nicht checkt, Alter, was hier überhaupt abgeht. Okay, komm, wir springen da runter und schauen uns an, was da passiert. Scheiße. Ich
Digga, ich hab keinen Durchblick. Watch the landmarks so we don't get lost. What do we have here? Nachtsperr plus 3. Keine Ahnung, ob das wirklich besser ist. In meinen Augen des Nichtwissens ist das besser. Wie komme ich dahin? Oh, Scheiße. Oh no, das ist der eine Weg, den wir schon gelaufen sind. On my way. Alter, übrigens, gebt euch das mal. Darauf habe ich ja noch gar nicht geachtet. Was für ein Panorama, Alter. So, damit sind wir wieder mal. Shit, Mann. Alvin und die Shitmonks. Watch your step. Okay, wir wissen nicht, wie wir da hochkommen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir erstmal hier hin. Ich bin Sammy. Im Endeffekt sind hier die meisten Gegner echt Trash-Mobs, ne? Gefährlich wird es halt nur dadurch, dass die mit ihren Angriff halt einen übelsten Flächenschaden meistens machen. Nur die Gegner sind wirklich gefährlich. Wir waren hier schon mal. Ich glaube, wir sollen da unten hin. So.
glad your heart's okay. Ey, das kann nicht euer fucking Ernst sein. I see something. Es kann nicht euer fucking Ernst sein. Soll ich den ganzen Scheiß nochmal da lang klatschen, oder was? Oh Mann, macht mich das selig fertig, Alter. Baut man Scheiße, wenn man schnell wieder dahin will. Wenn man dann halt schon eine dreiviertel Stunde hier unterwegs ist. Und sich irgendwann denkt, ey, ihr habt die Schnauze voll, Alter. I sense hostiles overhead. Wo zum Fick ist Dings? Ja, altertümliches Material. Ey, macht mich das fertig, Alter. Leute, ey. Das ärgert mich vor allem, weil das Game halt nicht mal ansatzweise irgendwie sich schwer anfühlt. Man baut einfach Scheiße. Ich soll jetzt aufpassen hier mit dem. So, nicht mit mir, Knilchi. Glad we bumped into this. That was well hidden. So, und das führt uns 100 Pro auf das Dach von dem Teil in der Mitte. A map of the depths. Davis would be very interested. Ah, starke Gewürze. Toll. Life Changer, Alter. Game Changer. Lifesaver Game Changer, das wollte ich sagen. Sorry. I'm
On my way. Got a fearsome opponent here. Ja. Ich dachte, ich habe schon wieder einen Abflug gemacht. You should check that out. Yep. Ich habe auch das Gefühl, in den Kisten. Aufstandsunterdrücker plus 3. Ich habe das Gefühl, in den Kisten ist halt auch nie irgendwas Cooles. Okay, alles gut. Oh no. Ach, obwohl, der ist. We should be fine as long as genau, der ist tot. Edges. Alter, das habe ich ja jetzt erst gecheckt, dass das eine legit Missile ist, Alter. Die Wirkung von dunklen Talenten. Wir müssen echt mal gucken, was es da alles für interessante Sachen gibt. Erhöht zeitweise die Angriffskraft, wenn du einem Gegner mit deiner Waffe Schaden zufügst. Stattet die aktuelle Waffe von dir und deinem Partner zeitweise mit dem Feuereffekt aus. Prometheus ist es drin, ne? Ja. Gut, bewegliche Leere. Schwierig. Gerade überlegt, ob wir nochmal zurückporten, aber macht jetzt auch wenig Sinn. Zumindest haben wir es endlich mal jetzt bis hier zur Mitte geschafft und haben hier eine Mistel, ne? Oh, wollte gerade sagen, da war ja noch was. Valuable. Let's use it well. Okay, we're in lost territory now. Ja, genau den musst du jetzt anvisieren.
have to fight. Captain fucking obvious, Alter. Scheiße, es geht nicht nach oben. Okay, dann scheiß auf den. Kurz darüber reden, wie krass unangenehm das ist. So ein fucking Elefantenarm als Bär, Alter. Ey, komm! You handled that pretty well. Durch sehr erwachsen gerade reagiert. Ah. Wait, that's... Ja, komm, wir gehen da runter. In der Hoffnung, dass wir hier die Karte finden, also diese komische Kartenmiste. Das ist nicht dein Ernst, oder? Did you pick up something we can use? Is your regeneration level all right? Nein, ist es nicht. Danke der Nachfrage, Luis. Sorry. Ah, okay. Ah, okay. Nur auf der anderen Seite. Bartaxt. Not a lot of room to move here. Sag mal, Leute, schreibt mir mal in die Kommentare. Kommt nur mir das so vor, als wäre hier das Level so fucking unübersichtlich. Oder stehe ich damit nicht alleine da? Ganz ehrlich, anstatt dass man hier E-Core bekommt, fände ich es geiler, wenn man
zum Teil nutzt, dass man Leben bekommt. Weil das auch so mit dem Wiedergänger-Teil und so viel geiler zusammenpassen würde. Weißt du, ich mal? Ja, Blutsauger ist man und bla bla. Da würde es doch viel geiler passen, wenn man dann halt tatsächlich halt Leben saugt. Check ich nicht. Aber gut. Ich muss auch sagen, die Grafik finde ich deutlich geiler in Innenräumen, weil draußen hat man wie so einen blöden Nebel drüber. Falls euch das mal aufgefallen ist. So, ich würde sagen, wir gehen aber kurz mal ins Lager. Wollte da mal mit ein paar Leuten quatschen. Ich weiß übrigens immer noch nicht mit Talente, was ich mir da holen soll, etc. Weiß auch immer noch nicht, auf was ich achten soll. I overheard something. You're able to read blood code and incorporate it into your own? Fascinating. It would be an honor for you to take mine. I'm curious to see how you handled it. Hermes, Codebesitzer Davis, eine gute Mischung aus Nahkampfangriffen und etlichen nützlichen Talenten. Blutiger Einschlag. Sprengt Gegner im Umfeld mit einer Schockwelle weg. Erzeugt durch plötzliches Freisetzen verdichteten Echos. Alter, Atlas gibt richtig viel Leben, ne? So, wir haben auch noch eine Karte. Okay. The depths are a complex of open the mist and the lot of the depth. I'll lead the way. Just tell me where we're going. Unerforschtes Ziel. Your light. Jo, das haben wir auf jeden Fall. Hey, what's up? We're headed for a nest. My ass with your. See you around. Ey, das ist so Anime, Alter. Einfach wozu? Weißt du, was ich meine? Einfach wozu? Null Sinn. Null Sinn. Thanks to everyone's hard work, I can offer new weapons. Take a look if you'd like. Waffen aufwerten, Blutschleier aufwerten, macht bestimmt alles total Sinn. Ausrüstung umwandeln? Which weapon do you want to transform? Transform? Oh, I just remembered. Use the room with the bathtub over there if you want to give yourself a new look. Okay, take care. Okay, erstens, da ist kein Raum mit einer Badewanne, das ist einfach nur so ein Teil mit einer Badewanne. Allow me to thank you again. Allow me to thank you again. Because of you, the research into the blood springs is going ahead. Plus, I'm sure the missile and rejuvenated springs will save the lives of lots of revenants. I hope your success continues. We'll need to find three blood springs. Springs are also.
can head out whenever you're ready. Können wir nicht gucken? I've got a whole new line of stock in, thanks to my Herculean efforts. But seriously, you've made my job a whole lot easier. Ich mag dich auch. Most humans live at the thirst, luckily. If you want it, I got it. Eco-Konzentrat. Das ist halt das, was echt interessieren mich würde. Wow, was? Come again soon. What is it? Na komm, das geben wir uns noch. Was? Dunkelsucher Überrestkern. Aber das habe ich doch. Also, leck mich. Okay, Leute. Gut, wir sind mit dieser Folge auch mal wieder durch. Wir gehen mal zur Quelle. In der Quelle zeige ich euch nochmal eine Sache. Also ich habe ja gedacht, die Quelle ist schon einfach nur so typisch Anime. Aber die Quelle ist noch mehr Anime, als ich dachte. Denn man hängt hier nicht nur so rum, sondern man kann auch den Charakter tauschen. Ja, und dann kann man sich die angucken. Ja. So, ohne Scheiß. Ich meine, warum? 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 Wozu braucht man sowas? Leute, ich werde es niemals kapieren. Alter, wie es hier weitergeht? Ja. Wie es hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge von Code Vein. Hinterlasst mir gerne ein Däumchen nach oben und einen netten Kommentar. Freue ich mich sehr drüber und hilft mir, dass der Kanal nicht stirbt. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye bye. Das macht mich irre, das Game.